Hallo ihr Lieben, in diesem Video teile ich euch ein tolle und nützliche, wunderbare 5 Ideen mit Salz und Natron und Backpulver. Ich habe hier 2 Löffel Salz und 2 Beutel Natron in eine Schüssel gemischt und damit kann man in Sekunde angebrannte Bratpfanne oder Backblech reinigen, so wie ich hier zeige. Diese Ideen oder diese Tipps sind sehr günstig und in jedem Haushalt vorhanden und vielseitig einsetzbar. Das gleiche können wir machen mit Fliesen, kann man super reinigen, sehr schnell von Fett und Schmutz mit diesem Pulver, mit Salz und Natron, einfach. Streusel mit einem Schwamm kurz reinigen, abwischen, abtrocknen und schaut euch an, die Fliesen sehen wieder sauber aus. Ich habe hier ein paar Flecken auf dem Teppich, wie ihr da seht. Kann man mit diesem Pulver einfach streuseln. Eine Stunde, circa eine Stunde einwirken lassen oder über Nacht. Mit einer Bürste kurz reinigen, danach absaugen und der Teppich wird wie neu und sauber aussehen. Das Mineralsalz kann nicht nur würzen, sondern es ist vielseitig. Es ist auch ein vielseitiges Hausmittel. Ich habe hier die Boden gewischt mit Wasser, Salz, Natron und Essig, ein Schuss Essig. Wenn man möchte, kann zusätzlich ein Schuss Spülmittel tun. Ich habe aber nur die 3 Hausmittel. Und der Boden wird schnell in ein paar Minuten sauber. Ich habe die Schuhe auch mit Salz. Salz entfernt die Gerüche, neutralisiert die Gerüche. Ich habe in die Schuhe einfach Salz gestreut, ein paar Stunden oder über Nacht einwirken lassen und die Schuhe werden danach das Salz absaugen oder schüttern und fertig. Jetzt verschwindet der Geruch. Ich wünsche euch alles Gute, versucht mal unbedingt diese Tipps mal aus. Es wird euch helfen, ihr werdet begeistert sein. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.